Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Hotstock Report. Nicht wundern, ich bin zwar hier alleine im Studio. Das liegt daran, dass der Kollege Florian Söllner im Homeoffice sich heute befindet. Aber das hält ihn nicht davon ab, uns ein paar spannende Infos zu diversen Werten zu geben. Wir schalten nämlich jetzt via Skype zu ihm ins Homeoffice. Hallo Florian, ich hoffe, dir geht es soweit ganz gut. Du hast ein paar spannende Werte heute mitgebracht. Genau, soweit alles in Ordnung. Ein bisschen viel Schnee. Aber ich denke auch, es ist spannend. Wir haben ja gesagt, ab und zu machen wir zweimal die Woche eine Sendung und es gibt einfach zu viele spannende Themen. Ich könnte nicht mehr ruhig schlafen, wenn ich nicht drüber sprechen könnte. Die Sendung mal wieder in der Luft, wie wir es öfters mal tun an dieser Stelle, mit einer Drohne, eine Passagierdrohne. Wir sehen ein Video gleich von EHang. Das ist auch aus dieser Woche. Was können wir da genau erkennen? Genau, EHang geht wirklich sehr schnell voran, gerade in Asien, hier mit neuen Sightseeing, Rundflüge, Testflüge gestartet. Gleichzeitig gab es schon zum Jahreswechsel einen neuen Standard zur Auslieferung zur autonomen und automatischen von diversen Paketen bis 150 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von 100 km/h von Drohnen. Also richtig interessant und die Aktie selbst fliegt auch mal wieder 20% ins Plus. Der CFO hat jüngst Bloomberg, also mittlerweile wird hier unser Hotstock auch von großen Medien entdeckt. Bloomberg hat jetzt den CFO interviewt, der gesagt hat, ja, in ein, zwei Jahren werden wir auch profitabel sein. Der CFO hat in diesem Gespräch auch nochmal darauf hingewiesen, gerade in Asien geht es gut voran. Europa, Corona-bedingt, muss man gucken, weil da hatten wir auch oft schon Kontakt zum Produktionspartner FACC. Aber grundsätzlich eine sehr tolle Geschichte. Erinnert mich, wie gesagt, ein bisschen an die Tesla des Jahres 2011, als es auch noch ein spannendes Startup war. Ist ein Startup, hat Risiken, aber sieht charttechnisch rund aus. Die Story ist voll intakt. Und ich freue mich, wie, glaube ich, sehr viele andere auf den ersten Drohnenflug, gerade wenn hier ein halber Meter Schnee vor der Haustür liegt und man drüber schweben könnte. Ich freue mich auch auf unsere erste Sendung, vielleicht aus einer Drohne, live gesendet oder so. Nee, wir warten es ab. Schauen wir erstmal auf Plug Power. Da hast du vom Wasserstoffdeal des Jahres online berichtet, der hier in dieser Woche auch vermeldet wurde. Was gab es da genau? Genau, Plug Power ist ja schon lange in Verbindungen, wie er uns im Interview gesagt hat, sehr guten Verbindungen zu BMW, Daimler. Man liefert da hauptsächlich eben Logistik, Infrastruktur, Gabelstapler. Das ist schon sehr spannend, aber jetzt eben auch die erste große Kooperation mit den Automobilherstellern, mit Renault, die ja mit dem Renault Zoe übrigens europaweit das meistverkaufte Elektroauto hatten und haben. Eben eine Kooperation, dass man gemeinsam in Europa, in Frankreich ein Werk aufbaut, eben für Brennstoffzellensysteme und man will gerade bei leichten Lieferfahrzeugen, Brennstoffbetrieben gemeinsam dann auch 30% des Marktanteils sich sichern. Eine wirklich sehr tolle Nachricht. Das zeigt, dass hier sich ganz neue Möglichkeiten öffnen auf lange Sicht für Plug Power. Klar, schon sehr gehypt das Papier. Wir haben es im Depot 2030, lassen die Gewinne laufen, weil wir auch schon den Einsatz rausgenommen hatten. Können wir hier locker die Gewinne laufen lassen. Aber wie erwähnt, auch schon am Montag, ist eine heiße Geschichte. Wer hier mittradet, muss hier damit rechnen, dass eines Tages die Party vorbei ist. Noch ist sie voll intakt. Aufgrund dieser tollen Nachricht wird es einige Analysten geben, die ihre Schätzungen nochmal nach oben drehen werden. Die Aktie war ja schon am Montag, als wir darüber gesprochen haben, rund 2000% im Plus seit Depotaufnahme in euer Depot. Wahrscheinlich, da ist jetzt nochmal ordentlich was draufgekommen. Bleiben wir noch beim Thema Wasserstoff und schauen mal auf die Konkurrenz, auf Ballard Power. Auch da gab es einen großen Auftrag zu vermelden mit der britischen Firma Akola Energy. War das auch so ein großer, wichtiger Deal oder nicht ganz so wie der von Plug Power? Der war nicht ganz so wichtig. Das war im Prinzip auch ein Brennstoffzellensystem für einen Zug eben. Da gibt es so eine Testpilotanlage, einen Zug eben, wo es eingesetzt wird in Schottland. Ist interessant, zeigt die Möglichkeiten, aber ist jetzt natürlich nicht so enorm wichtig. Aber die Börse feiert derzeit sehr vieles, auch kleine Nachrichten, gerade im Bereich Wasserstoff. Entsprechend hat Ballard Power auch einen sehr dynamischen, intakten Chart. Also wer sie hat, wir haben sie auf der Empfehlungsliste, lassen die Gewinne laufen. Ist jetzt aber schon ein bisschen auch hier heiß gelaufen kurzfristig, aber rein charttechnisch ein sehr schön, gesund, intakter Chart mit einer Firma, die enorm hoch bewertet ist. Da ist offenbar schon einiges heiß gelaufen. Mal gucken, ob das auch für Sony gilt. Auf die wollen wir jetzt blicken. Du hast uns auch ein Video vom Vision S mitgebracht. Was gibt es hier Neues? Ja, Vision S ist so ein Auto, Elektroauto mit sehr, sehr vielen Sensoren. Eben die Sony hier verbaut. Sony ist ja bekannt für sein Infotainment. Das wird ein sehr spannendes Auto. Das, was gebaut wird und vorgestellt wurde mit Magna und jetzt eben in Graz in Österreich, ist ganz frisch gestern dieses Video aufgetaucht. Man sieht es hier am Schnee, der auch hier bei uns in Bayern liegt. Das ist ein aktuelles, frisches Video.
Wie wird es getestet? Das ist ja noch nicht ganz klar, was Sony damit vorhat. Wollen wir uns erstmal zeigen, in kleinen Maßstab bauen oder gehen wir in die Massenproduktion eines Tages? Ist aber sehr interessantes Auto und man sieht die Reaktionen der Kunden auf YouTube und Co. Und da gibt es einige User, die schreiben, meinen Sinn im Leben sehe ich ab sofort darin, dafür zu arbeiten, um mir mal so ein Auto zu kaufen. Also Sony hat eine ganz große Fanbase, das Auto würde ein Riesenerfolg werden. Gebaut könnte es eben werden von Magna, die ja auch den Jaguar I-Pace gebaut haben ab 2017, den wir hier schon mal in der Sendung gezeigt hatten. Die haben die uns vorbeigebracht, wir haben ihn getestet und fahren können. Und Magna ist nicht nur Automobilzulieferer, österreichisch-kanadischer, wird übrigens KGV 10 für nächstes Jahr günstig bewertet, sondern wird eben immer mehr zum Hersteller von Autos. Da sehen wir auch noch den Magna-Chart eingeblendet, also die Entwicklung der Aktie auch hier auf Sicht eines Jahres. Jetzt kommen wir wieder auf ein ganz anderes Thema zu sprechen. Nee, ist gar nicht ein ganz anderes Thema. Wir bleiben beim Thema Elektrofahrzeuge. Aber ein Wert, über den wir, glaube ich, noch nie gesprochen haben, Canoo, amerikanischer Hersteller eben von Elektrofahrzeugen. Und jetzt wurde bekannt, dass Apple offenbar auch Interesse an der Übernahme hier von Canoo hatte. Aber es kam offenbar nicht dazu. Oder es könnte das noch in Zukunft anstehen, diese Übernahme? Also es ist alles super mysteriös und komplex und alles ineinander ein bisschen verwoben. Also Magna selbst hat übrigens auch schon eine Partnerschaft mit Canoo. Aber auch Hyundai, über die wir am Montag gesprochen hatten, die auch ins Visier gerückt sind, dass sie mit Apple sprechen könnten und bald eine Unterzeichnung machen könnten, haben schon eine Partnerschaft mit Canoo. Canoo baut seine Autos noch nicht selbst, beziehungsweise ist entstanden auch von einem BMW-Manager, der damals den BMW i3 mitentwickelt hat. Und hat hier sehr interessante Konzepte, Autos auch zu vermieten, gerade so kleine Liefervans unter anderem, die sehr viel Technologien in Autos haben, aber wahrscheinlich die eben auch fertigen lassen mit Partnern wie Hyundai. Magna hat ja Magna jüngst auch mit LG wiederum eine Kooperation gemacht, eine sehr große, was da auch schon das Interesse weckt, für wen baut man diese großen Kapazitäten. Dann jetzt, du erwähnst es, der Hinweis, jetzt über Nacht bei The Verge aufgetaucht von drei Insidern, dass eben Apple sich getroffen hat mit Canoo. Vielleicht Partnerschaft, vielleicht Beteiligung, ist noch nichts Genaues bekannt. Interessanterweise hat uns schon Montag, haben wir das auch geschrieben, per Update unseren Lesern im Aktionär-Hotstock-Report, ein Brancheninsider aus Deutschland von einem großen Automobilkonzern darauf hingewiesen, dass Hyundai, Canoo, Apple, Fragezeichen, eine sehr interessante Konstellation ist. Also sprich, sehr, sehr spannend, ist jetzt mittlerweile auf der Empfehlungsliste vom Hotstock-Report. Ist auch ein Startup, entsprechend mit noch wenig Umsätzen, eine Bewertung von schon 4 Milliarden, aber tatsächlich interessante Ansätze und mittendrin im Geschehen sozusagen, werden wir hier wahrscheinlich 2021 noch öfters dabei haben. Also da steht ganz viel Spannendes auf dem Plan in Sachen Elektromobilität in diesem Jahr, auch in den nächsten Jahren. Das heißt, die Konkurrenz für Tesla wird immer größer. Wells Fargo hat da jetzt auch gewarnt sozusagen und Tesla mit AOL verglichen oder gesagt, es könnte so weit kommen, dass Tesla sowas wie AOL oder dass es ihm so ergehen wird wie AOL. Denn AOL war ja, die Älteren erinnern sich vielleicht, mal wirklich so Pionier in Sachen Internet, damals zur Jahrtausendwende, ist dann aber relativ schnell ins Hintertreffen geraten und wurde von den jungen, neuen, frischen Unternehmen irgendwie überholt und irgendwann dann übernommen und jetzt kennt es eigentlich keiner mehr. Genau, Marco, bist sehr gut informiert. Kann ich wenig dazu hinzufügen, was Wells Fargo eben gesagt hat. Sie haben eben, wie gesagt, sehr tolle Firma gewesen, der Pionier gewesen. Übrigens auch S&P 500 Aufnahme damals sehr ähnlich wie bei Tesla jetzt. Und Wells Fargo hat hier Angst, dass das Tesla einig geht. Fakt ist, Tesla hat hier den ganzen Markt aufgerissen, für den Durchbruch gesorgt. Aber wenn man sich mal genauer anguckt, nicht nur Tesla, sondern was drumherum passiert, wie viel Technologie, Canoo ist nur ein Beispiel, Hyundai, was hier passiert, ist es schon sehr wahrscheinlich, dass hier enorme Konkurrenz aufkommt, die natürlich nicht dafür sorgen wird, dass Tesla in 10 Jahren 30, 40, 50% Marktanteil hat, wie es einige Analysten hoffen, um diese Bewertung zu rechtfertigen, sondern es werden harte Kämpfe um Marktanteile werden. Wie gesagt, für uns Kunden sehr spannend. Auch Tesla wird immer wieder spannende Produkte bringen. Aber es gibt mittlerweile so viele spannende Firmen, so viele Produkte. Also sprich, es geht irgendwann Richtung Überkapazitäten, auch ist meine Meinung. Aber es bleibt spannend zu beobachten. Chart ist intakt. Wir hatten zum Trade geraten hier ab November, Dezember mit dem Ausbruch. Restgewinne kann man laufen lassen, aber langfristig vorsichtig bleiben.
Ein großer Konkurrent, der jetzt auf den oder der relativ neu am Markt ist, Xiaopeng, natürlich chinesisches Unternehmen, hat sich jüngst wieder 2 Milliarden Dollar gesichert. Ist das eins dieser Unternehmen, das eben Tesla auch gefährlich werden könnte in Zukunft? Das ist eins davon. Ich hatte es Montag schon mal erwähnt, im Zusammenhang mit NIO, auch NIO, extremst tolle Technologie. XPeng eben auch mit Partner Xiaomi, die mir auch auf der Empfehlungsliste hatten, unsere Aktie, unser Favorit 2020 war. Also auch hier super vernetzt, mit Nvidia auch verbaut. Also technologisch wirklich auf Augenhöhe mit den großen Herstellern, die Chinesen. Und XPeng hat jetzt auch ein schönes Kaufsignal im Chart gemacht. Du hast erwähnt, dank der Finanzierung, aber auch hier mit mal locker 20-fachen Umsatz bewertet. Normal ist in der Automobilbranche lange gewesen 0,3-faches der Umsätze. Also sehr viel Vorschusslorbeeren, aber rein charttechnisch als Zocker, wer hier auch irgendwann den Absprung wieder schafft, kann hier mal ein paar Tage mittraden, weil es kurzfristig ganz rund auch in dieser Aktie aussieht. Damit Vielleicht Sie sieht man uns es noch nochmal kurz, schön in ja genau. Ausbruch. Hohes Handelsvolumen würde ich mit engem Stopp als Trader mal reingehen. Es ist jetzt kein Investment bis 2030, aber es ist mal ein kurzfristiger Trade auf jeden Fall wert. Gut, dann lassen wir das Thema Elektromobilität erstmal hinter uns. Zumindest habe ich nichts davon gehört, dass GoPro, unser nächstes Unternehmen, jetzt auch noch in dem Sektor was an den Start bringen möchte. Was gibt es denn von GoPro Neues? GoPro gibt es auch charttechnisch eine schöne Belebung. Wir haben sie ja im Depot 2030. Wetten auf ein starkes Weihnachtsgeschäft, gab es die neuen Kameras und eben auch das neue Abo-Modell, dass man sich ein Stream-Abo holt, was sehr gut ankam, besser als gedacht. Da kam schon die entsprechende Meldung. Mittlerweile sind die Kameras eben auch fürs Homeoffice optimiert, für Webcam-Anwendungen. Ist eine spannende Firma, die, wie gesagt, eben gerade durch die starke Marke, auch GoPro hat ja Konkurrenz, aber hat eine enorm starke Marke, dürfte sich behaupten. Lange wurde sie auf Pleite-Niveau gehandelt, aber es ist davon auszugehen, dass GoPro überlebt und entsprechend der Turnaround noch 2021 ja, in der Aktie weitergehen kann. Jetzt haben wir auf viele neue, frische, junge Unternehmen geblickt. Jetzt schon mal auf Paul Hartmann. Das ist dann doch eher was Konservativeres, sage ich jetzt mal. Aber die Aktie, die lief zuletzt auch sehr gut. 12-Monats-Hoch zuletzt. Was ist hier momentan Stand der Dinge? Genau, Paul Hartmann ist, glaube ich, die konservativste Aktie, die wir auf der Empfehlungsliste haben. Im Hotstock-Report, da gab es auch schon ein TFA-Signal, sprich Turnaround-Signal im Chart, ein sehr spannendes. Und die haben hier eine enorm, enorm günstige Bewertung, eine ganz andere Dimension als bei Tesla und Co. Sprich, wir haben hier einen ambitionierten EBITDA-Gewinn von 300 Millionen bei einer Market Cap von 1,5, also fünffaches EBITDA-Multiple. Also sehr günstig bewertet, gleichzeitig aber auch mit 15% Wachstum. Interessant, weil die Produkte sind von Paul Hartmann eben Desinfektionsmittel unter anderem für Ärzte, Kliniken und eben auch Masken. Und jetzt hier gerade in Bayern gibt es jetzt einen verschärften Maskenzwang, wenn man einkaufen geht oder in der U-Bahn sich befindet. Davon könnte Paul Hartmann auch profitieren. Charttechnisch toll. Wer es mal ein bisschen moderater spielen will, das Ganze, eine günstige Aktie sich reinlegen will, für den ist Paul Hartmann derzeit eine sehr gute Idee. Zu guter Letzt blicken wir noch auf Stratasys und auch da haben wir einen heftigen Anstieg gerade in diesem Jahr, schon in diesem jungen Jahr 2021 gesehen. Was ist denn hier der Grund dafür? Genau, die 3D-Druckbranche war ja mal super gehypt und ist enormst zurückgekommen. Da wurden damals eben KUVs gezahlt, wie jetzt für Elektroautofirmen, also 10- bis 20-fache KUVs. Aktuell sind wir bei Stratasys nur noch auf KUV von 3. Der Konkurrent Stratasys Systems hat zuletzt überraschend gute Zahlen schon mal vorgelegt. Man sieht hier aus meiner Sicht ein sehr schöner Ausbruch aus der Abwärts- und Seitwärtsbewegung unter hohem Handelsvolumen. Wir haben sie im Dezember auf die Empfehlungsliste des Hotstock Reports aufgenommen. Eben auch, weil es erste schöne Aufträge von Volkswagen gibt, die hier unter anderem im Auto, das Interieur, im 3D-Druck herstellen wollen, zumindest hier bei Pilotautos schon mal. Aber Stratasys hat jetzt mit Origin auch eine Übernahme gemacht von einer Firma, die davon ausging, dass man jetzt eben in die Massenproduktion gehen kann mit sehr hoher Genauigkeit. Ist interessant, der Bereich kommt wieder ins Laufen, charttechnisch ein Turnaround. Kann man sich durchaus als technologieinteressierter Anleger auch mal eine 3D-Druckaktie fürs Jahr 2021 wieder reinlegen. Florian, das war's dann für heute. Ich danke dir für deine Einschätzungen und ja, jetzt viel Spaß beim Schneeschippen. Ja, genau. Danke, Marco. Werde ich haben. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Beim nächsten Mal hoffentlich schalten Sie dann wieder ein. Bis dahin, machen Sie es gut.